Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema Linux, Kernel und Softwareinformation im PROS-Verzeichnis. Neben der Hardwareinformation hält das PROS-Verzeichnis auch noch einige Details über den Kernel selbst und seine Fähigkeiten zur Verfügung, sowie Informationen über aktuelle Systemzustände. Dazu zählen CMD, Line. Momentan bin ich schon im Verzeichnis PROS, also reicht ein cat cmd-line für die Ausgabe oder es gehen auch die Befehle more und less. cmd-line, die Kommandozeile, mit der der Kernel selbst gestartet wurde. Hier sind auch die entsprechenden Kernel-Parameter nachzulesen, die beim Booten mitgegeben wurden. Außerdem ist der Dateiname des aktuellen Kernels genannt. Dann ebenso File Systems, eine Liste aller Dateisystemtypen, die der Kernel im Augenblick kennt. Ebenso noch MEM, MEM Info, Informationen über die gegenwärtige Auslastung des Arbeitsspeichers. Dann eine Liste der aktuell geladenen Kernelmodule. Kann man sich anschauen mit cat modules. Mit cat mounts. Eine Liste aller gemounteter Dateisysteme. Hier finden sich auch die Dateisysteme, die mit der Option -n gemountet wurden und so weder in der Datei -etc/mtape stehen, noch durch den Befehl df anzeigbar sind. Und am Ende noch cat Version, die aktuelle Kernel-Version. Das war User Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück.